Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, was haben wir heute? Wir machen weiter mit dem Bayern-Paket und da kommt jetzt das Hutthummer hier Helles auf uns zu aus der Euroflasche, typisch bayerisch, ne, mit dem Etikett. Da sehen wir es. Oh, schaut mal hier. Das sieht doch gut aus, oder? Ja, heute nicht das erste Bier, das muss ich an der Stelle schon mal sagen. Deswegen immer mehr Lör passiert. Es ist ein bisschen zu lange im Kühlschrank gewesen, glaube ich. Aber ich hoffe, dass wir mit 6, 7 Grad auch mit diesem Hellen hier irgendwie umgehen können. Wird spannend. Was ich noch zeigen wollte, ist hier die, ups, da ist sie, die Kapsel. Die ist bedruckt wieder. Und ja, nicht lange reden, probieren würde ich sagen. Was haben wir drin? Wassergerstenmalz Hopfen, kein Hopfenextrakt. Das ist schon mal sehr gut. Und 4,9% Umdrehungen. Bisschen kühl ist es, aber na, lassen wir uns mal überraschen. Ich mach mal auf. So, Entspannungsverdampfung sehen wir, kommt ordentlich raus. So muss das sein. Tastingglas frisch am Start. Ich lass mal laufen. So. Freunde. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Und schaut euch mal die Blume an. Also zwei Finger kriegen wir locker raus. Ich halte mal kurz gegen das Licht. Oh ja. Klassisches Getreidegold, würde ich sagen. Passt wunderbar zu diesem hellen. Absolut. Nicht verwässert, nicht verblasst. Schön saftig, schön tief. Allerdings auch hier Perlange. Naja, ist jetzt nicht ganz so sprudelig, wo man sagt. Ne? Ja, gibt sich aber ganz klar als wunderschönes Bier zu erkennen. Will ich gar nicht groß rumreden, komm, 5 von 5, / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik, spricht mich auf jeden Fall an, also das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt anschnuppern. Ich bin ein bisschen in Eile, das merkt ihr, ne? Nee, ich habe heute noch wirklich ein bisschen zu tun, deswegen muss ich mich sputen hier, hab aber auch Bierdurst. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, anschnuppern. Wird ein lieblich milder Kandidat, bin ich ziemlich sicher. Vom Bouquet her wahrnehmbar, aber doch ziemlich sekundär sitzend, sodass man wirklich ja ein bisschen ordentlich dran rumschnuppern muss, um was Aromamäßiges hervorzuzaubern. Das ist ja... Ja, das ist aus dieser Brauerei. Die sind nicht, sage ich mal, so, dass die so, ja, kreativtechnisch sich weit aus dem Fenster lehnen, ja, mit Aromahopfen oder so. Das riecht man sofort. Also das Schönramer, Allgäuer, was haben wir da noch? Weinstefana, immer ein bisschen mutiger. Das Citra sowieso, ne? Das Weder Citra, sagt ja schon der Name. Naja, gut, also es ist wahrnehmbar, riecht eigentlich soweit okay. Ihr Lieben, du, der Eindruck auf euch zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Oh Gott. Ein wunderbares Leitungswasser par excellence. Ja, Freunde, tut mir leid. Also das ist mal wieder so ein Kandidat. Leicht. Mehr als leicht. Das macht dem ja, besonders mild aus der Kulmbacher Brauerei sicherlich Konkurrenz. Was? Aromaspitzen angeht, da ist wieder so, wo ich sage, ach du Scheiße. Ja, Attribute. Gemütlich oder dynamisch? Ganz klar, dynamisch. Das ziehst du weg, das kannst du theoretisch wegexen. Jetzt bin ich auch noch so betrottelt gewesen, hab's vergessen aus dem Kühlschrank rechtzeitig zu nehmen, sodass das Ding jetzt eisekalt ist. Und dann ist es eh erfrischend und dann zerstörst du eh schon fast alle Aromaspitzen. Also aus dem Grund müssen wir da nochmal nachschenken. Und nochmal ein bisschen länger im Mundraum behalten. Oh, Freunde. Ja, geht. Ach Mensch, ich finde das immer so gemein. Aber nicht, dass wir uns falsch verstehen, Freunde. Das ist Qualität. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Das ist wirklich Qualität, das merkst du auch. Das ist ein Konzeptbier, das ist wirklich, das ist in Ordnung. Das ist genauso wie die anderen beiden, die wir bisher aus der Brauerei getestet haben. Da ist wirklich nichts zu kritisieren, um Himmels Willen. Das ist hoher Standard. Bin der Meinung sogar weitaus höher als das, was man aus dem Industriestandard sonst so kennt. Problem ist einfach für mich persönlich.
Für mich persönlich ist das Problem da. Es fehlt mir einfach an Aromaspitzen. Auch nur eine ganz kleine hätte mich schon glücklich gemacht. Aber das ist wirklich ein bisschen sehr dünn, finde ich. Leichte Lieblichkeit kannst du rausschmecken, aber ansonsten Fruchtigkeit, Hopfigkeit oder ja, Floralität, ähnliches, nada, da ist gar nichts. Finde ich sehr, sehr schade. Deswegen leider keine Krone-Bewertung diesmal. Ja, aber ich bin trotzdem fair, weil die Qualität ist in Ordnung. Das ist super, das kann man trinken. Und die, die wirklich milde, sehr, sehr, sehr milde Biere mögen, die werden mit diesem hier auf jeden Fall, mit diesem hellen, ihre Freude haben. Und aus dem Grund gebe ich eine gute Durchschnittsbewertung. 3 von 5 / 6 möglichen Punkten da. Das ist mir wert. Damit ist Biersüffler draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.